Fußballmanager, aber alle Ligen haben zu viel Geld. Und damit meine ich Europa, weil es sonst zu lange gedauert hätte. Ja, ich weiß, wir sind mal wieder eurozentrisch. Trotzdem wird es heute wohl ein wenig dauern, denn wir haben über 40 Ligen. Ich habe das Ganze mal so ein bisschen auf der Premier League aufgebaut. Und jeder hat jetzt ungefähr 100 Millionen, vielleicht 150 oder 170. Und jeder Verein bekommt zwischen 100 und 175 Millionen. Also egal, ob ihr jetzt aus Spanien seid, aus Nordmazedonien, aus San Marino seid, alle kriegen gleich viel. Oder gleich viel in der Premier League zumindest. Ich würde mal sagen, wir fangen einfach mal mit diesem Video an. Okay, Rumänien, ihr müsst mir erstmal das hier erklären. Das sind wirklich zwei Teams, die sagen, dass sie der gleiche Verein da sind. Also dieses Universitätsteam. Also man lernt immer wieder mal neue Sachen. Und sie spielen beide im gleichen Stadion. Okay, deswegen gehen wir einfach mal ins Nachbarland Moldawien und spielen da... Okay, CS Petro Club Hinchesti, irgendwie so, Hinchesti, keine Ahnung, aber wir haben ja genügend Geld. Wir können nur 3 Sterne-Talente holen und das hier ist unser super tolles Team, wir sind verloren. Okay, wir haben jetzt ein super tolles junges Team mit sehr vielen Talentsternen und die auch wirklich sehr gut sind und sehr teuer waren. Aber auf dem ersten Rang ist Sheriff Tiraspol. Also würde ich mal sagen, haben wir vielleicht ein kleines Problem. Die ganzen Kollegen haben mich beide bei 5 Millionen gekostet. Und ich würde mal sagen, wir gehen einfach mal zur Winterpause mit. Vorher nehmen wir aber nochmal die Top-Transfers mit. Und da hat der Sheriff einiges von den Vereinslosen geholt. Also müssen wir aufpassen. Das sind alle Ausgaben generell mit. Da fällt mir Star 3 mit über 100 Millionen auf. Und dann haben wir auch noch Club Brügge auf Rang 23 mit. Aber an sich vergleichbar wenig überraschend für das Thema hier mit. Ich denke mal, es liegt daran, dass einige Vereine noch kein Prestige haben. Natürlich mussten wir am ersten Spieltag gegen den Sheriff spielen und haben auch verloren. Ja. Wir sind Dritter zur Saisonhalbzeit. Das bei nur 8 Teams, also interessante Liga auch. Der Boss von Misami Ohai ist by the way auch der Boss der Shore-Partei im echten Leben. Und die ist gerade ziemlich gut in den Umfragen. Okay. Wenigstens können wir jetzt schon mal einige Spieler mit 3,5 Sternen holen. Und das mache ich jetzt auch einfach mal. Wir haben auf jeden Fall diese beiden Kollegen hier bekommen. Und der Sheriff holt sich Fabian Giefer. Oh nein. Ich würde mal sagen, zur Halbsaison sind die Transfers mal spannend damit. Unter anderem Dusan Vlahovic zu Manchester United. Und wir gehen mal zur Saisonende. Okay, ich würde mal sagen, der Sheriff geht mit Giefer ziemlich gut ab. Am Ende holen wir wenigstens nochmal den zweiten Rang. Und können tatsächlich auch einige neue Spieler holen. Hier seht ihr gerade mal unser Prestige und ich hoffe, das verbessert sich mal. Und tatsächlich hat sich gar nichts verändert. Deswegen habe ich gefühlt 50 Leute gekauft und verkauft. Und wir sind unter den Top 25 von den Leuten, die ausgegeben haben. Okay. Weiter zur Saisonhälfte. Und wir sind einfach mal Erster mit 3 Punkten Vorsprung. Der Sheriff auch nur von 3. Und die dahinter mit einem riesen Abstand. Die einen davon auch mit unglaublichen 2 Punkten. Tatsächlich ist die Liga sogar diesmal ein bisschen stiller. Und das sind die größten Transfers. Und natürlich landen wir mal wieder auf Rang 2. Das war natürlich klar. Ich sollte vielleicht mal sagen, dass ihr gerne den Kanal abonnieren könnt. Denn dann verpasst ihr keine weiteren dieser Videos mehr. Und lasst gerne ein Like da, um das Video zu unterstützen. In den Kommentaren findet ihr die Community-Wahl. Da könnt ihr gerne mal teilnehmen. Der Sheriff hat in der neuen Saison mal wieder zugeschlagen. Und hier haben wir die Vereine mit den meisten Ausgaben. Oh nein, nicht schon wieder nur Rang 2. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass relativ wenige neue Vereine mehr ausgeben. Wahrscheinlich ist das wieder irgendwie das Prestige. Ich habe aber mal einige Leihspieler geholt und ich hoffe, die helfen mal mit. Muss ich jetzt eigentlich noch irgendwas sagen, der Sheriff einfach mal ohne eine einzige Niederlage. Aber zur neuen Saison haben wir einfach mal dieses Jahrhundert-Talent. Mit dem müssen wir es jetzt eigentlich mal schaffen. Dann haben wir noch ihn hier, er ist ziemlich gut von der Gesamtstärke, er ist aber irgendwie ein wenig vielleicht besorgt. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Und damit hoffe ich, euch hat das Video hier für heute gefallen. In der Beschreibung findet ihr meinen Discord-Server. Da ich heute zu der ganzen Sache nicht mehr sagen kann, sage ich einfach ciao, keine Ahnung.